Guten Tag. Das Thema ist, kann ich beim Sportboot die Bleibatterie durch eine Lithiumbatterie ersetzen? Nein. Das Hauptproblem ist, Sportmotorboote haben in der relativ große Motoren. Da ist ja auch mal ein V8 drin. Und diese Motoren brauchen zum Starten sehr viel Strom. Diese Exide-Batterie, die gleich groß ist wie diese Lithium-Batterie, die hat einen Spitzenstrom von 720 Ampere. Das heißt, das ist der Strom, den ich beim Anlasser rausziehen kann. Bei diesen Batterien hier sind wir bei einem Spitzenstrom von 150 Ampere längerfristig und 175 Ampere kurzfristig. Also das heißt, wenn ich einen großen V8-Motor starten will, dann kann ich das mit dieser Batterie nicht. Da brauche ich die Bleibatterie. Wenn ihr auf dem Schiff einen solchen Trennschalter habt und ihr habt zwar ein Zwei-Batterien-System, das heißt, ich drehe den rundherum, ich habe unten off Batterie 1, Batterie 2 oder beide zusammen. Das ist auf Schiffen sehr verbreitet. Da habe ich in der Regel eins drauf und die zwei zum Starten für den Notfall oder ich kann beide zusammenschalten. Wenn ihr effektiv sagt, ich habe eins, die ist die Starterbatterie, die brauche ich nur zum Starten und die zwei ist die Verbraucherbatterie. Ich will nur die Verbraucherbatterie ersetzen. Geht. Nur, was macht ihr, wenn die Starterbatterie leer ist? Dann könnt ihr beide zusammenschalten. Dann müsst ihr 10 Minuten warten. Dann wird von der Verbraucherbatterie die Starterbatterie geladen, weil ich hier eine höhere Spannung habe. Hier habe ich 12,8 Volt Nominalspannung und hier habe ich nur 12 Volt. Aber ich brauche immer die Bleibatterie, um den Motor zu starten. Es gibt Lithiumbatterien, die viel mehr Leistung abkönnen, aber jetzt bei unseren nicht. Und die meisten Lithiumbatterien haben keinen Startstrom. Also wenn ihr die Verbraucherbatterie beim Boot umrüsten wollt auf Lithium, dann müsst ihr das System trennen, dass ihr nur eine Starterbatterie habt für den Motor und dann ein automatisches Trennrelais, dass die Starterbatterie versorgt wird. Das heißt, dieser Hauptschalter muss raus und muss ersetzt werden durch zwei einzelne NATO-Knochen. Zum Beispiel zwei solche Teile hier. Man kann es mit dem lösen, ist aber nicht sauber. Und ich brauche bei alten Motoren das Trennrelais dazwischen, das über D-Plus angesteuert wird. Das heißt, wenn beide Strom kriegen, dass der Motor läuft, dann werden beide geladen, sobald der Motor ausgeht, die Lichtmaschine steht, wird das Trennrelais getrennt. Das heißt, die ganzen Verbraucher werden dann nur noch durch diese Batterie versorgt und diese Starterbatterie wird nicht berührt. Das heißt, diese kleine Starterbatterie ist immer nur für den Motor zu starten. Also das heißt, wenn ihr so einen Trennschalter habt, könnt ihr vergessen. Kleine Motoren, so 6 PS, 10 PS Motoren, da ist schon grenzwertig, dass ich diese mit der Lithiumbatterie starten kann. Also wenn ihr eine kleine Jolle habt, die leicht sein muss und ihr habt so einen kleinen Motor hinten dran, ja, diesen kann ich elektrisch starten, aber meistens sind wir dann in der Größe, dass ich da sowieso einen Handzug habt, um den zu starten. Wenn euch das Video interessiert, wie man das elektrisch umhängt mit
dieser Umrüsterei, wenn euch das interessiert, was so ein Motor braucht. Also ich bin für Schandtaten bereit. Ich habe jetzt ein Angebot, wenn das Winterlager fertig ist, dass ich bei einem Boot mit einem 175 PS Motor, haben wir gesagt, wir machen den Versuch, sowas zu testen, ob ich mit der Lithiumbatterie diesen Motor starten kann. Wenn euch damals interessiert, schreibt es mir unten in die Kommentare. Dann bringe ich mehr Videos zum Umrüsten von Booten, von Bleibatterie auf Lithium. Weil bei Booten ist auch das Thema nicht unbedingt das große, dass wir Gewicht einsparen müssen. Außer ihr habt einen Renngeist zum Segeln, aber dann habt ihr sowieso keinen Motor drin oder nichts Großes. Ja, der Unterschied hier ist, diese Batterie hat 32 Kilo, diese Batterie hat 13 Kilo. Und diese Batterie hat doppelt so viel nutzbare Kapazität wie diese Batterie. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.